Hallöchen. So, wir sind jetzt in Loop. Gianni ist bei mir. Gianni. Haben mir ganz viele geschrieben, ich sehe gut aus. Aber wenn wir ehrlich sind. Hi, Schatz. Hi, Polizei war ich da. Okay. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. Johnny, wenn du lieb bist, kannst du auch die Kamera rausgehen. Willst du sie haben? Der ist total schlecht drauf. Magst du die? Johnny, bitte schön. Der ist total schlecht drauf. Das wird bestimmt gut. Ja. Öffne mir, Baba. Kommt vielleicht, mein Schatz. Mama. Ja, Mama. Selin, Johnny, sei vorsichtig, Schatz, und lass es nicht fallen. Du darfst auch also vom die Pommes schmecken Sachen. Auch total lecker. Ja. Hast du schon probiert? Chili, ja. Ui. Danke. Also der Salat schmeckt den Kindern total gut, ne? Der Salat ist ganz frisch. Oh. Willst du Mayonnaise? Nee. Selin, zeig mal deine Haare. Selin, bist du die Elsa? Du hast ja ganz lange Haare. Wow! Selin? Guck mal, Papa! Gianni weiß es. Nein! Papa! Baba, ich. Hallöchen! So, wir sind jetzt in Loop. Gianni ist bei mir. Gianni, komm zu mir, Schatz. Wir gehen jetzt Shampoo für Acelia kaufen. Wir waren eben noch bei Dennis Burger. Super nette, so offen, sympathische Bedienung. Leute, so aus dem Herzen, genial. Zuschauer getroffen und alle schönen Gruß. Jetzt fahren wir nach Hause und ich glaube, keine Ahnung, ob wir noch im Hof wahrscheinlich sein werden, weil das Wetter ist wunderschön. So, meine Lieben, wir sind zu Hause angekommen, schon etwas länger. Ich chillte aber am Handy. Der Akku hat mich aber dazu gezwungen, es sein zu lassen, weil der ist nämlich leer. Und ich habe mir eben noch so ein Video angeguckt, weil meine Vlog-Kamera ja weg ist und seitdem drehe ich einfach weniger, weil die Legere hat einfach auch nicht so eine gute Qualität, wie ich sie mittlerweile gewohnt bin. Und ich habe schon gar keinen Bock zu drehen, weil ich weiß, beim Schneiden von den Vlogs werde ich... ja, ihr wisst ja, Perfektionismus und dann eine nicht so gute Qualität, gerade auch abends.
ist für mich ein No-Go. Dann habe ich mir ein Video angeschaut auf Englisch über YouTube-Kamera, gerade auch für Vlogger, und das ist die beste überhaupt, mit der ich gerade aufnehme. Nur irgendwie kriege ich die Einstellung, glaube ich, nicht so richtig hin. Das Einzige, was ich mich auch frage, wie der Ton ist, ich habe ihn schon etwas runter gemacht, weil wenn er auf 0 ist, ist es eindeutig zu laut und unangenehm für die Ohren. Sagt mir, wie empfindet ihr es? Und ja, dann kann ich mich danach so ein bisschen richten. Weil eben habe ich am PC mir das Ganze angeguckt, da geht es. Am Handy fand ich es sogar ziemlich gut, auch ohne irgendein Mikrofon, sondern einfach mit dem verbauten hier. I don't know. Jetzt werde ich hier versuchen, vielleicht mal ein bisschen aufzuräumen. Der Idi ist weg. Oh Mann, dass der nicht so putzen kann wie ich. Okay. Und ich gehe, glaube ich, auch gleich mal nach unten. Achso, ich habe ein Armband von meinem Shop. Oh Gott. Ich habe das schon so lange. Ich habe es so oft getestet, auch in einer anderen Farbe. Kein einziger Stein geht weg. Und hier kann ich euch jetzt mal zeigen, die Foundation. Also ich war... Jetzt sind die natürlich ziemlich viel weggegangen. Das ist eine Tarte. Das ist Too Faced. Das ist MAC. Die habe ich jetzt drauf. Wenn ich die beiden mische, ich hatte die beiden gemischt auf Webvideopreis. Da haben mir ganz viele geschrieben, ich sehe gut aus. Aber wenn wir ehrlich sind, ich sah da total alt aus. Das war nicht, weil ich alt bin oder sowas, sondern das hat wirklich das Make-up aus mir gemacht. Man sieht ja auch, dass ich ungeschminkt, zwar habe ich da Augenringe und all sowas, aber ich sehe da, finde ich persönlich, besser aus als dann später geschminkt. Und dann im Laufe des Tages, als das Make-up anfing wegzugehen, wurde ich leicht hübscher. Und das lag einfach daran, dass die zu dunkel sind, seht ihr. Ich habe dann auch noch ziemlich viel aufgetragen und zu dunkles Make-up macht einen einfach nicht nur hässlich, sondern auch älter. Und diesmal habe ich die hier, aber nicht so dick aufgetragen. Es ist auf jeden Fall halt zu dunkel. Trotzdem besser mit diesem Orangestich als rosa. Ich sollte auf jeden Fall... Leute, gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn ich anfangen sollte, diese Themen aus dem Vlog rauszuschneiden und in ein Beauty-Video reinzupacken. Ich merke meinen Drang, über Beauty-Sachen zu reden, ist sehr groß, weil es einfach so meine Vorliebe ist. Ich liebe es, mich zu verändern. Ich habe jetzt auch in einem Vlog dieses Vorher-Nachher, so diese Don't... Ich spreche mal so, wie man es schreibt. Jutki-Challenge. Ich will nicht wissen, wie das dann klingt in der Kamera. Auf jeden Fall finde ich das total cool, dieses Vorher-Nachher in Extrem. Also da machen sie sich noch richtig hässlich und ich habe mich normal gemacht. Und dann halt dieses Geschminkte. Ich liebe es. Ich liebe es, mit Make-up zu experimentieren. Und ja, mir fehlt das eigentlich total. Ich gehe gleich mal nach unten und mache meinen Hintergrund für mein Beauty-Video. Der Stoff, der goldene Stoff, den ich da schon hingehängt habe, ist leider nicht gut genug. Hallo meine Lieben, wir haben hier ganz viele Postpakete und die machen wir heute Abend einmal auf, gell? Alle. Ja. Alle. Von wem ist das? Sag nur den Post. Melina. Okay, dann und dann mal und mein. Da ist auch etwas für dich drin. Okay, und welches? Gucken wir dann. Okay. Challenge, Schatzi, komm mal auf. Mach hier die Müll rein. Oh, süß. Oh nein, ist das goldig. Ein Spiel. Okay, dann.
Von wem ist das? Von der Theresa. Oh, süß. Achilia, Celine, Jan. Mama, Iselle! Iselle für dich. Celine für Celine und Jan. Celine für dich und Jan. Das ist für mich. Dani, guck mal, was da läuft. Das soll ich sein. Wow. Wow. Die kann ich gut zeichnen. Hier ist deine. Guck mal, meine Tinte. Die Packung. Auf hier. Hier. Ja. Hi. Mach sie hier auf. Mach sie hier auf. Mach rein. Mach auf. Kann ich die Kinderzimmer benutzen? Da muss man mal im Baum reingehen. Hat irgendjemand ein neues Bettchen gesucht? Ja, hat's. Jan hier. Hi, Schatz. Hi, Polizei war ich da. Okay. Gar nicht warten. Du warst einmal. Mama. Okay. Mama, deine Tintoll. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich bin so fertig. Ich gehe jetzt schlafen. Ich besitze das allererste Mal einen Cup.